Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24, Create My Team hier bei Heisenberg zockt. Ja, unsere ungeschlagene Serie, die ist vorbei. Wir haben gegen Rostock das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, 3 Tore kassiert und dann nur noch 2 geschossen in der zweiten und dann nochmal 1 kassiert und am Schluss 4:2 verloren. Zum ersten Mal seit längerer Zeit. Ja, das führt uns in der Wintertabelle auf Platz 5. Das ist all das, zumal wir ja noch tatsächlich nach vorne Chancen haben. Finde ich okay soweit. Gut. Allora, wir haben Post, wir gehen mal gucken. Jetzt kommt sowieso die Transferphase dann langsam. Der wurde abgeworben, der auch, das ist okay. Jetzt müssen wir hier wieder gucken. Trainingsplatz zu wechseln, der sich auf die Stärkung der Leistung konzentriert. Nur dann kann es klappen. Das heißt, der Herr Nishimura, bei dem sind wir wirklich hin und her und hin und her. Wir gehen mal zurück auf Fokus auf Energie. Ich hoffe mal, das ist soweit okay. Gut, können wir das löschen. Dann haben wir noch einen Spieler-Chat. Der Herr Nishimura, da ist er ja. Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben. Ja, wir lassen dich immer mal wieder spielen. Mach einfach weiter so. Vorbild, ja klar, das sind alles Vorbilder. Das sind Fußballprofis, ganz klar. Gut, wir gehen weiter. Am 23. Januar ist das nächste Spiel. Das dauert ein Momentchen, wir haben Dezember. Nick Woltemade. Da haben wir den. Stärke 69, 21. Ja, ich denke, das können wir. Sollen wir uns die jetzt alle ansehen? Ich weiß nicht, ob das tatsächlich viel Sinn macht, weil wir werden uns die wahrscheinlich alle nicht leisten können. Das ist ein bisschen meine Angst, die ich habe. Auch stark, der kostet natürlich gleich, weiß ich nicht, wie viel der Erik Martel. Aber gut, dass wir die in der Liste haben, das ist natürlich auch klar. Ich lösche das mal mit eurem Einverständnis, weil es bringt nichts, wenn wir uns die ansehen. Wir haben das Geld im Moment nicht. Ja, die Trainingspläne. Genau, was sonst? So, wir gehen mal weiter und gucken, was kommt. Weihnachten hier im Spiel hatten wir auch gerade in der Realität gerade. Ich weiß nicht, wann ihr das Spiel guckt, aber das Video guckt, aber es war halt gerade Weihnachten. Jetzt haben wir hier aber nochmal ordentlich was. Ja, okay. Das sind tatsächlich wieder Vorschläge. Ich habe gerade erfahren, dass Ralf Wagner seinen Vertrag auflösen will, weil er glaubt, er wäre bereit für die erste Mannschaft. Da müssen wir mal gucken, der Ralf Wagner. Was machen wir denn mit dem? Wo haben wir den denn? Ralf Wagner. 17 Stärke 50. Und der meint ernsthaft, allen Ernstes, dass er bereit wäre für die erste Mannschaft. Das Problem ist, wenn wir den jetzt raufnehmen und verkaufen. Ja, wir kriegen kein Geld für den. Also kaum was. Aber statt, dass er jetzt einfach geht. Weil sonst hört er auf. Also wir machen aus dem Profi. Gehen zu unserem Team, beziehungsweise das können wir löschen, gehen dann zu unserem Team, dann wieder zurück. Mannschaft, Teamzentrale, der Herr Wagner. Wo ist er? Wagner. Irgendwo zu unterst, da ist er doch. So, den setzen wir auf die Transferliste und gucken mal, was passiert. Okay, gehen wir wieder, zack, hier hin. Interesse an Woltemade. Ein Leihangebot von Wolfsberger AC für die. Achso, wenn wir den verpflichten wollen. Ja, okay, wollen wir gerade nicht. Scouting-Bericht, sehr interessant. Haben wir was Schönes dabei? Den 94er, wir haben. Das heißt, nein, warum den ablehnen? Achso, wir können ja keine mehr reinnehmen, weil wir kein Geld. Ah, wir haben ja kein Geld mehr. Okay, beobachte mal weiter. Das ist natürlich ganz doof, weil dann macht das hier auch keinen Sinn, dass wir die uns ansehen. Oh, wie doof ist das denn? Ich kann die maximal ablehnen. Ich kann ja nochmal schnell testen. Er hier mit Stärke 72. Ja. Wir können dieses Angebot leider nicht genehmigen. Wir haben nicht die finanziellen Mittel für diesen Transfer. Dann können wir uns das schenken. Wir rufen es aber schnell auf, damit wir die trotzdem haben, die Spieler. So, ist natürlich ärgerlich sowas. Gut, gehen wir raus. Wir kriegen ja Geld, aber die Frage ist halt wann. Oh, was ist das da oben? 5 neu. Fertig, Update 0. Was ist das denn für eine Anzeige? Nein, ich möchte auch nicht aufhören. Also das habe ich tatsächlich immer noch raus, dass ich da immer auf den Aufhörknopf drücke. So, wir gehen weiter. Das neue Jahr beginnt hier. Okay, wir haben wieder Post. Wichtige Infos zum Transfermarkt steht dort. Da geht noch einer. Wer ist das denn? Wen haben wir denn jetzt hier wieder noch? Ach, das ist der Herr Kollege. Stimmt, Moment, eins am anderen. Jugendmannschaft wurde aktualisiert. Da gehen wir nochmal schnell gucken. Stärke. Ja, da ist kein Riesentalent mehr dabei. Das können wir so lassen. Dann haben wir, Scholz hat den Verein verlassen. Okay, gut.
Dann haben wir Otto Mayer hat ihn verlassen. Andrea Silvestri. Genau, das ist die Laie. Der hat verlassen. Und dann haben wir, der Transfermarkt ist jetzt offen. Bitte nicht vergessen, dass ich der Wert eines Spielers und dessen Form stärke. Das ist soweit klar. Und hier brauchen wir wieder Zeit. Und dann haben wir nochmal einen Spielerchat. Der Herr Wagner, der hat davon geträumt, draufzukommen. Und wir setzen ihn natürlich gleich auf die Transferliste. Ja, du hast niemanden enttäuscht. Gut, das macht ihn dann doch nicht allzu fröhlich. Ist aber auch egal, wir brauchen den Mann halt tatsächlich nicht. Wir gehen mal gucken im Büro. 3 Millionen. Ja, also Transfers machen mit 3 Millionen, das können wir uns abschminken. Da können wir tatsächlich nichts machen. Die Frage ist, ob wir nicht vielleicht noch ein paar Leute verkaufen wollen. Wir gehen mal zur Teamzentrale. Wenn jetzt ja die Transferliste losgegangen ist, wen brauchen wir denn nicht zwingend? Da haben wir noch einen Torhüter mit Stärke 67. Das ist unser Ersatzmann wahrscheinlich. Ja, ist er auch. Der Herr Frank, unser Haupttorhüter. S. Müller, der linke Außenverteidiger. Da haben wir einen linken Verteidiger, den Herrn Frank. Den Herrn Müller könnten wir tatsächlich... Den könnten wir eigentlich auf die Transferliste setzen. So, damit da wirklich nochmal ein Geld drankommt. Dann haben wir 3 Innenverteidiger. 2 rechte Verteidiger, die brauchen wir in dem Sinn. Zentrales defensives Mittelfeld. Da haben wir den Herrn Fischer, der geht aber. Dann haben wir Rowe, sehr stark. Haas haben wir, Bauer haben wir. Ja, der Herr Bauer spielt natürlich auch nie. Der ist aber 18. Das wäre natürlich schon auch irgendwie noch... Das ist nicht der, den wir jetzt gerade hochgeholt haben. Nein. Ich hoffe es mal nicht. Ja, den... der ist eh schon auf der Liste. Auf der Transferliste. Okay, dann ist es ja okay. Unser junger Herr Becker, dann Malinowski, Silvestri, zentrales Mittelfeld, der geht. Wir haben im rechten Mittelfeld noch den Herrn Köhler. Sozusagen der Ersatz für Becker. Dann linker Flügel, T. Schmidt, der geht. Köhler, rechter Flügel. Sporadisch. Wagner haben wir gerade auf die Transferliste gesetzt. Und vorne haben wir die 3 Stürmer, da können wir nicht mehr viel machen. Aber was wir jetzt natürlich eigentlich machen könnten, wäre... Wo finde ich denn jetzt diese Vorschläge von den Jugendlichen? Wisst ihr, was ich meine? die wir gerade weglegen mussten, weil wir kein Geld hatten. Jugendstab? Scoutbericht verfügbar. Okay, wir lesen den. Ja, das habe ich genau gesucht. Glück gehabt. Hier müsste doch irgendwo ein 95er sein. Oder nicht? Doch, ein 94er meine ich, nicht ein 95er. Wir verpflichten den. Den verpflichten wir auch gleich. Ja, sehr schön. Da kriegen wir neue Junioren. Das ist natürlich auch wichtig. So, da geht aber das Geld wahrscheinlich dann wieder tatsächlich weg. Hier mal noch schnell reinschauen. Ob wir hier noch was haben. Ja, blöd. 3 Millionen. Wir können mit 3 Millionen halt tatsächlich nichts machen. Das ist das, was ich meinte mit dem Rumdümpeln. Okay, wir müssen einen rausschmeißen für den. Ja, machen wir den weg. Freigeben. Jawohl, danke schön. Dann muss ich den nochmal finden. Wo war er denn? Ja, eben rumdümpeln halt im Sinne von, wir kommen halt nicht richtig vom Fleck. Deswegen würde ich tatsächlich auch mal noch ein paar Spiele simulieren. Ich denke, das ist auch nicht so verkehrt. Gut, dann haben wir als letztes noch das hier. Dass wir das noch schnell uns ansehen. Ob hier noch einer dabei ist. Nö, ist keine große Liste. Nee, können wir so lassen. Gut, beobachte mal weiter. Das ist für uns in Ordnung. Nein, ich möchte noch nicht aufhören. Ich habe gerade erst begonnen. So, weiter geht's. Ja, ich muss mal gucken, ob wir heute noch zum Spiel kommen. Wahrscheinlich schon doch. Am 23. Da möchte jemand Ralf Wagner kaufen für 210.000. Ich würde das mal delegieren. Und gucken, was dabei rauskommt. Wir werden sehen. Das ist der Mann, den wir gerade raufgezogen haben. Der sonst weggegangen wäre. Immerhin 200.000 ist jetzt kein Riesengeld. Büro. Wo waren hier die Finanzen? Moment, jetzt bin ich völlig am Rumirren. Nicht andere liegen, sondern hier die Finanzen. Wir sind immer noch bei 3 Millionen, obwohl wir jetzt gerade Jugendliche... Heiliges. Obwohl wir gerade Jugendliche raufgeholt haben, das ist ja okay. Gut, weiter geht's. Gleich kriegen wir noch ein paar Angebote. Trainingspläne, okay. Ralf Wagner für 230, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Ist klar, weil da haben wir schon ein Angebot, das wir prüfen. Können wir das löschen, zack. Und dann geht es auch schon wieder weiter.
Und wir sehen das Transferkarussell, das bewegt sich. Okay, das nehmen wir an, würde ich sagen. Angebot annehmen, dann ist der Mann weg. Dann haben wir das Ziel schon mal erreicht, das erste. Und da möchte jemand Everton Leihangebot von für. Achso, wenn wir den verpflichten wollen. Ja, womit? Das ist halt die Frage. Nicht mit den 3 Millionen, die wir haben. Mit Sicherheit nicht. Mir ist aufgefallen, ja, ihr mit euren Trainingsplänen. Nein. Jonas Becker? Nein. Nein, nein, nein. 2,9 Millionen, klar, das ist Geld, aber doch nicht für unseren 16-Jährigen. Da sehen wir es nochmal. Nee, das ist unsere Zukunft. Der Mann ist nahezu unverkäuflich. Da müsste ein Angebot kommen über 50, 60 Millionen. Dann würde ich es mir überlegen, aber nicht für das bisschen Geld, Leute. Auch nicht Inter Mailand. Ablehnen. So weit kommt es noch, bin ich da gerade zu versucht zu sagen. Jo, dann gehen wir weiter. Wir kommen, glaube ich, tatsächlich noch zum Spiel. Adrian Bauer kaufen für 350.000. Das sehen wir uns mal an. Die Grasshoppers Zürich. Ach, er hier. Okay, da haben wir was abgelehnt. Er wird halt bei uns nicht spielen. Er ist zu schwach. Aber wollten wir den nicht eigentlich ausleihen? Zu kaufen. Komm, der... Wir delegieren das wieder. Und gucken, was dabei rauskommt. Würde ich vorschlagen. Also, dann kommen wir nämlich doch noch ein bisschen an Geld dran. Das kann ja auch nicht schaden. Gut, gehen wir da eins weiter. Und haben... Irgendein Ladebild. Ja, da geht natürlich wieder einer, genau. Kann man wegmachen. Den, da ist der Herr Ralf Wagner. 230.000. Swindon. Irgendwas, das muss was Englisches oder Irisches gewesen sein. Immerhin C. Guter Preis, das freut mich schon mal. Können wir wegmachen. Haben wieder Post. Wagner verkauft. Jawohl. Sehr gut. Einmal weiter. Ja, ob er noch zum Spiel kommt, wir sehen es ja dann. Herr Heisenberg ganz ruhig. Wenn wir halt viel Post haben. Nico Frank. Oh, okay. Das ist, glaube ich, unser Torhüter für 3,1 Millionen. Kann man sich überlegen, das Angebot zwischen. Ein Angebot zwischen 1,9 und 3,5 Millionen wäre angemessen. Aber ich glaube, du könntest noch einen besseren Deal raus. Nee, das ist nicht unser Torhüter, das ist unser Verteidiger. Ja gut, aber wenn wir den verkaufen, wen haben wir dann dort noch? Wir schwächen uns, aber es wäre natürlich schon wichtig. Also 3,5 wäre sozusagen das Minimum. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Verhandlungen. 3,5. Ja, wir sind bereit, 3,1 für Frank anzubieten. Machen wir mal die 3,5. Wenn ich es hinkriege, das ging ja mit Y mal früher, genau. 3,15 machen wir mal. Ne, wir machen mehr, wir machen 3,6. Das heißt, wir können sogar mehr verlangen. Wir versuchen das einfach mal. Wir sind jetzt mal frech. So, Angebot absenden. Mal schauen, was sie meinen. 3,35 für Frank. Das ist halt Geld, was wir gebrauchen können. Allerdings fehlt uns dann ein vernünftiger Außenverteidiger. Ja, nu, das war schon allzu deutsch. Wir akzeptieren das. Okay, dann ist der weg. Dann müssen wir gucken, was wir machen. Jetzt haben wir immerhin 6 Millionen. Damit können wir vielleicht einen Ersatz kaufen. Wir schauen uns die Mannschaft dann gleich mal noch an, würde ich vorschlagen. Da können wir hier zurück. Moment, machen wir den hier. Dann können wir das löschen. Transfersumme für Adrian Bauer ausgehandelt. Das ist okay. Das nehmen wir an. Ja, wir müssen an Geld drankommen. Es bleibt nichts anderes übrig. Okay, wie bereits zu Beginn der Saison besprochen, ist das finanzielle Wachstum des Vereins ein wichtiges Ziel. Ja, wir sind ja dran. Ich verkaufe gerade die halbe Mannschaft, Leute. Guten Morgen, der Heisi Eisenberg. Dank deines Trainingsplans hat Rowe die optimale Fitness. Sehr gut. Rowe. Der ist halt eh immer in Form, der Mann. Fokus auf Energie. Soll ich mal auf ausgeglichen gehen? Ja, machen wir mal ausgeglichen. Ne, Moment, jetzt habe ich es aber verdattelt. Da muss ich nochmal klicken. Ich brauche den Herrn Rowe bitte nochmal. Zack, doch, hat eigentlich geklappt. Ne, warum steht denn jetzt dort wieder? Sag mal, da steht doch wieder Fokus auf Energie. So, Fokus auf Energie. Achso, ja, wollt ihr ja. Ja, jetzt müsst ihr auf alle Fälle stimmen. Und dann wieder die Trainingspläne. Die können wir eh wegmachen. Sehr gut, wir gehen mal ins Büro.
Wir haben das Geld noch nicht gekriegt von dem. Ist er noch nicht weg? Sag mal, geh. Die Mannschaft. Taktikvorlage. Ich werde hier mal noch Folgendes machen. Dass wir hier den Herrn Köhler rausnehmen und dafür den Herrn Becker tatsächlich in die Startformation nehmen. Ja, der Herr Frank ist noch da, 73. Wen hätten wir denn hier als Ersatz? Rechter Flügel, den könnte man umschulen. Rechter Verteidiger, der Herr Klein. Wie alt ist der Mann? Wir schauen mal schnell. 29, Stärke 65. Ja, ist nicht so. Ist jetzt nicht so der Knaller. Tatsächlich. Was wollte ich jetzt noch machen? Ja, vielleicht einen umschulen. Er hier, linker Außenverteidiger. Achso, das kann ich natürlich nicht von hier aus machen. Ja gut, aber die Taktikvorlage haben wir soweit. Das passt. Gehen wir hier raus. Gehen zur Teamzentrale. Und schauen hier mal. Was wollte ich jetzt genau nochmal? Den Herrn Außenverteidiger. Nee, wer war's denn? Irgendwen wollte ich doch jetzt gerade umschulen. Sag mal, wer war denn das? Er hier? Ach, der geht sowieso. Da haben wir den Kleinen, da haben wir den Frank, der uns wahrscheinlich verlässt. Links, links, ihn hier. Da möchte ich mal schnell gucken beim Entwicklungsplan. Wie lange dauert es, bis der Kollege Außenverteidiger wäre? 7 Wochen. Machen wir mal. Okay, da steht nicht links, rechts. Von daher, mach das mal. Okay, ich denke, das ist so schlecht nicht, weil der andere wird uns wahrscheinlich verlassen, nehme ich an. Oder müssen wir da noch was machen? Beim Kollegen... Ne, da wollte ich auch nicht hin. Büro. Ne, auch nicht. Ich wollte eigentlich bei den Transfers. Transferverlauf. Ne, wollte ich auch nicht. Scout-Bericht bringt uns gerade auch nicht weiter. Schauen trotzdem mal schnell hier rein. Okay, das ist halt der gesamte Transferverlauf. Das ist interessant für Statistiker. Da gehöre ich jetzt nicht so dazu. Wir gehen mal weiter. Und haben wieder Post. Ja, Nationaltrainer-Offensive haben wir da. Offerte, Offensive. Du bist der Herr. Das ist nicht Frank, glaube ich. Denke ich mal. Oder schon? Ne, das ist der Herr Bauer. Für 350.000 zu GC Zürich. Grasshoppers Zürich. Eine Schweizer Mannschaft. Oh, das ist sogar ein A-Transfer. Okay, bringt uns aber natürlich trotzdem nicht mehr als die 350.000. Aber immerhin. So, Bauer verkauft. Jawohl. Dann brauchen die Zeit. Und dann haben wir noch für Neuseeland. Eine Offerte, die lehnen wir auch ab. Ich würde maximal, ich weiß gar nicht, ist die Schweiz drin in dieser Version? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen mal weiter und kommen in Richtung, ja, dass wir nochmal ganz viel Post haben, sind aber im Prinzip beim Spieltag. Scouting-Berichte sind da wieder verfügbar. Da guckt man sich mit Freude rein. 91. Ich würde den 91er, glaube ich, sogar nehmen. Ist halt wieder ein Torwart, aber schlecht ist das natürlich nicht. Aber da müssen wir wieder einen rausballern. Innenverteidiger 16, 48. Das ist halt schon nicht unbedingt. Was hat der für ein Potenzial? 81. Wir geben den frei. Und tauschen den gegen den Torhüter hier. Verpflichten, Dankeschön. Dann haben wir noch einen 90er, den lassen wir mal aus. Gut, dann haben wir das hier durch. Gehen hier hin und sehen, da ist noch einer von St. Gallen, der Anton Fuchs ist hier wieder dabei, okay. Habe ich mir die nicht eh schon angesehen? Oh, und drei, hier haben wir nochmal einen 94er, den wollen wir haben. Dafür müsste gehen, wir schauen mal hier unten. 18, 17, 16, der ist nicht stark, der ist nicht stark hier. Jawohl, tschüss, schöne Grüße. Dann gehen wir hier nochmal runter. Am Schluss haben wir lauter 94er. Das wäre natürlich tatsächlich schön. Jetzt möchte ich aber nochmal schnell gucken. Wir hatten hier, glaube ich, noch einen 93er. Ne, nochmal einen 94er. Müssen wir nochmal einen rausballern. Wäre er hier. So, zum Rausballern haben wir tatsächlich einige zum Glück. So, wo war er, mein 94er? Hier, bitte verpflichten. Dankeschön. Und dann haben wir halt noch einen 93er. Ich möchte den 93er eigentlich auch haben. Also, da müssen wir nochmal einen rausballern. Und zwar ihn hier. So, die sind tatsächlich aber zu schwach. Also, die haben keine Chance eigentlich hier, denke ich. 93 verpflichten. Gut. Jetzt haben wir aber tatsächlich ein bisschen was gemacht.
Haben wir aber gerade gesehen, da wurden die Dinge so aufgelöst. Das brauchen wir nicht. Ja, ihr zieht das zurück, das ist auch okay. Was wollte ich jetzt genau? Zu den Scouts müssen wir noch schnell. Weil da wurde gerade gesagt, dass das aufgelöst wurde. Oh, muss ich da tatsächlich nochmal neue Scouts irgendwie sozusagen einstellen? Das sieht ganz so aus. Das kostet halt wieder Geld. Nehmen wir ihn hier. Ne, jetzt blicke ich aber nicht mehr ganz durch. Moment, Team HFC, das sind unsere Scouts. Ja, ja. Gebietscouting. Aber irgendwie stand doch das... Achso, das war bei den Junioren, nicht bei denen. Moment. Und wo habe ich das bei den Junioren? Hier, da haben wir es doch. Scout verfügbar. Netzwerk aufbauen. Genau das habe ich gesucht. Wir machen mal... Irgendwie... Was machen wir denn? Norwegen. Machen wir 6 Monate. Kostet 144.000. Dann müssen wir hier noch schnell... Achso, da wird es eingerichtet. Den müssen wir noch schnell machen. Aufbauen. Nordamerika. Wir gehen mal nach Südamerika runter, würde ich vor. Ist meine Maus eigentlich hier wieder? Tatsächlich, deswegen funktioniert das irgendwie mit dem Steuern hier so hervorragend. Südamerika. Bolivien. Ne, ich würde tatsächlich sogar mal nach Argentinien. Ist ein bisschen teurer, aber da kriegen wir vielleicht ein paar gute Leute raus. Gut. Dann haben wir nochmal Post. Ja, dass der das aufbaut und der macht das auch. Das freut uns. Gut, dann hätten wir das Spiel gegen, muss schnell gucken, zentrale Spieltag gegen Fürth hätten wir das Spiel. Okay, das werden wir morgen machen, beziehungsweise ich bin sogar am Überlegen, das dann halt mal zu simulieren, damit wir das auch mal sehen. Dann sehen wir unsere Stärke tatsächlich mal ein bisschen präsentiert und dann werden wir halt das nächste Spiel machen. Ich würde sagen, wir werden in der Rückrunde öfters ein Spiel simulieren, damit wir vorwärts kommen. Wir haben jetzt zwar, das muss ich auch nochmal schnell gucken, ne, das Geld haben wir noch nicht. Wir brauchen die 3 Millionen noch, die wir jetzt für Frank kriegen. Beziehungsweise Frank muss da erstmal weg. Naja gut, wir werden es morgen sehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Dann gibt es wieder Fußball statt Einkäufe und Verkäufe. Wobei, dann gibt es wahrscheinlich Fußball in Kombination mit dem. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.